Herzlich willkommen zurück, Leute. Neue Runde Darwin Project Custom. Letzte Runde war sehr erfolgreich. Wer sie verpasst hat, muss sie unbedingt gucken. Und ja, neue Runde, neues Glück. Der Idem ist der Show Director. Und ich trinke jetzt erstmal was. Kleinen Moment. So. Ah, schuldig bitte. Los geht's. Oben links ist das Wookie-Ding, ne? Oben rechts, ja, da ist es. Das Ewok-Dorf. Vier Leder und ein First Blood. Oder vier Leder und ein Ulti. Mein neuer Filmtitel übrigens. Damit wäre ich sehr zufrieden. Okay, wenn ich mich hier aber in Ruhe umschaue, müsste ich eigentlich alles kriegen, was ich brauche. Unabhängig jetzt davon, ob hier eine Ulti spawnt. Das wäre der Gleiter. Rechts ist noch einmal Leder. Okay. Da kann man sie jetzt schon mal geschickt sichern. Gut, hätten wir den schon mal. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch zweimal Holz. Beides in Sicht. Okay, und dann würde ich sagen, habe ich einen Gleiter und einmal ein Holz zur Sicherheit. Das müsste für einen Kampf reichen. Jede drei Leder, die ich jetzt noch finde, wäre Bonus. Komm, wir farmen, wir machen das jetzt voll. Hier sind viermal Holz. Das könnte erstmal, was Holz angeht, mir alles safe nehmen. Okay, ist das vom Show Director? Ich stehe schon relativ am Rand, das ist okay. Und weil ich mich danach eh heilen möchte, also unter Kühlung, kann ich jetzt ja alles mitnehmen. Drei Sekunden dauert das Looten von einem Objekt. Vierzehn Sekunden habe ich noch. Lohnt sich einfach zu viel. Muss ja fast irgendwo einen Kampf geben, oder? Oder so ein Geplänkel. Vex kriegt Electronic und Kunde ran. Das ist natürlich blöd. Ich hätte noch länger an dem Feuer stehen können, merke ich gerade. Mal sehen, wie lange das hält. Haben wir hier so ein Fortnite-Feuer? Oder kriege ich mich hier noch? Ah, hallo. Hi, ich frage gerade alle Spieler so, wie sie sich denn speziell auf dieses große Weltmeister-Match in diesem Fall gerade vorbereitet haben. Hast du irgendwas Spezielles gemacht? Wieso ist das das Weltmeister-Match? Das ist ein bisschen unfair. Weil ich hier Caster bin, das ist das Beste. Von ja, aber ist das hier das Weltmeister-Match. Ist aber schon Betrug, wenn zwei Leute ein Electronic haben und ich nicht. Das ist schon wahr, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich sogar noch, nein, ich hatte dich unterstützt und du wolltest mich eigentlich noch unterstützen. Kannst du dich an den Deal erinnern? Ja, ich habe gesagt, schaut bei Items vorbei. Ach so. Schaut bei Items vorbei. Siehst du, jetzt habe ich es auch schon wieder gesagt. Das ist ja praktisch, ey. Ja. Du, da, naja, was soll man da groß machen? Okay, dann lass mich mein erstes Electronic verdienen. Wo ist der Gegner? East
Das war übrigens nicht ich. Das ist easy. Der Gegner, der ist direkt vor dir. Das kriegst du als Information, dass er direkt vor dir ist. Der rennt aber auch gerade raus, oder? Ich glaube, er rennt auch gerade raus, ja. Beziehungsweise, ja. Du dürftest ihn treffen, wenn du so weiterläufst. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe, also ohne irgendwas aber schaffe. Aber wenn du dir dein Electronic wirklich verdienen möchtest, dann gebe ich euch beiden mal ein Ziel, wo ihr hin wollt. Das hat er ja einen Vorteil, oder? Nee, wieso? Na, er ist schon da. Kann ja auch sein, dass er da gar nicht hin möchte. Ja. Nee, der ist ja noch nicht da. Siehst du doch. Ich sehe seine Spuren. Was sagt er denn? Wer rennt denn so komisch? Das ist Tautau, oder? Nein, Tautau ist wo ganz anders. Ein guter Spieler. Oh, halt, stopp, das ist Tautau. Ja, sehe ich doch, wie der läuft. Wie bist du denn jetzt auf einmal zu Tautau gekommen? Gerade eben war da noch Maxi. What? So, jetzt pass mal auf, Items. Damit du auch was Geiles in der Weltmeisterschaft auf dem Schirm hast. Tautau erstmal direkt eine Rauchbombe gezündet, ja? Stark. Also der ist schon drauf vorbereitet hier, richtig? Ja, da kann auf die Party. Zeige ich ihm, dass er noch eine wasten muss. Warte. Das ist jetzt aber wirklich hohes Gameplay. Ich glaube, da ist die Trainingsmethode auch komplett irrelevant. So, hat er noch eine? Oh, und oh, fast Lava, gell? Fast Lava. Tschüss, Tautau! Oh. Der hatte schon eine Electronic, das wusste ich gar nicht. Hi, Tautau übrigens. Ich glaube, Tautau hat es nicht mehr gern. Ja, also da hast du dir dein Electronic verdient. Vielen und jetzt Dank. Hast du sogar zwei. Ne? Ja. Jetzt hast du sogar zwei Stück. Aber und leider haben wir Tautau nicht gehört. Nee, ich glaube, Tautau wollte nicht mit uns. Nee. Ich weiß nicht. Sorry, genau. Ich habe mir aus dem Bild gehabt. Da höre ich dich. Hallo. Hi. Ja, wo hast du denn dein Electronic schon her? Der erste Zone. Ich dachte, ich hätte dich gehabt. Dann springst du wieder raus. War mir so sicher. Okay, also ich sag dir nur, du hast bald vielleicht noch einen Freund. Ich gehe jetzt woanders hin und mach da ein bisschen Action mit dir. Mach das mal. Da habe ich gesagt, ich habe das Ziel, dass ich nicht erst tot bin, oh. Bitte erst lustlos ist. Ich wollte eigentlich auch wieder nur zum Electronic kommen. Also, ja. Ja, ich brauche eine Ulti, braucht man immer. So. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber warum hast du jetzt auch ein Radar gemacht und nicht ein Power Leap? Ich hab ein Power Leap und ein Arena. Den Radar ist das Einzige, was ich nicht habe. Ach so, deswegen war der Orange. Verstehe. Deswegen. Habe ich hier gerade einen Gleiter gehört? Der Gleiter hat so einen ganz eigenartigen oder eigenen Sound. Ich putz mir auch einen, dass ich gerade angehört habe. Nee, Maru ist da am Zonen. Ja, komm, dann hol ich mir Maru. Könnte Maru größer sein. Warte, wohin? Da. Wo hast du bitte die Sachen her, dass du mich trackt hast die ganze Zeit? Ich kam aus unten, so da rechts, wo der Porter ist, aus der Richtung kam ich so ein bisschen. Ah ja, okay, da war ich, ja. Aber ich war jetzt in der Zone, wo es geschlossen worden ist und da bist du von oben gekommen. Ja, ich hab dich natürlich umlaufen, weil du ja Vanish benutzt hast. Nee, ich hab meinen Powerleap benutzt. Ich sehe nichts. Manhunt, oh Gott. Pfeift dich. Manhunt-Menü echt mies. Und was geht hier? Der Schüsse. Maru, du solltest dich nicht mit Dalu anlegen. Das ist gefährlich. Ich weiß. Oh, das war ein guter Hit. Das war ein guter Hit. Ich hab. Maru, du schaffst das. Hier, komm, lauf. Maru, lauf. Ich geb dir das Escape. Recht. Wow, Katze. Wow. Ich komme wieder, keine Frage. Wo sind. Hat er die ganzen Pfeile Nee, dass er nicht drin ist, war mir schon klar. Ich wollte eigentlich in Ruhe noch die Pfeile looten. Aber ich glaube, die hat er alle eingesogen. Ja, ich glaube, die hat er eingesammelt.
Seit sie eigentlich auch weggezogen waren zum Manhunt-Target? Ja, wir haben auch kurz einen Spielstopp gehabt sozusagen. Das ist immer, wenn du mitten in einem Kampf bist, ist das ja am miesesten, oder? Ja, das Gute ist halt, beide haben halt eine Pause, ne? Du siehst ja auch, du kannst ja auch in letzter Zeit nicht zielen oder reagieren. Kimaru ist abgehauen erstmal. Kundran kriegt jetzt auch noch den Manhunt-Kill. Nee, oh, McFly. Da liegen doch noch einige Pfeile rum. Ja. Echt? Jemand trackt mich? Ja, warum nicht? A new electronic is available. The show director is now closing a zone. Warum soll ich dich denn nicht tracken? Schön abgehauen. Ja, ich habe erstmal noch versucht, die Hitze damit zu nehmen. Also, er hat ja ein Feuer noch da liegen gehabt. Hab's gesehen. Ich brauche noch unbedingt Leder. Hat er mir den abgeschossen oder ist er abgelaufen? Der läuft ab. Ja, dass er abläuft, also, weiß ich, aber ich dachte, ich hätte noch ein paar Sekunden gehabt. War so wenig. Vielleicht, weil, wenn du an eine Kante anstößt, dass er reißt. Drei Leder muss ich noch finden. Das ist echt hart. Ja, ich bin eine neue Rüstung, gell? Oder ich muss irgendeinen killen, ja. Oder du tötest Maxi, ja. A new electronic is available. Hallo Menschen, herzlich willkommen in der Mitte der letzten Zone, die es wahrscheinlich bald sein wird. Ihr seid noch vier Menschen. Bitte guckt, dass ihr euch gegenseitig auf humane Art umbringt und denkt ans Füttern der Katzen. Dankeschön. Das wird eine Überraschung für Maxi. Oh Gott! Maxi, die Ping-Pong-Kugel. Ich glaube, er hat keine Pfeile mehr. Ach, sorry, Maxi. Alter, weißt du, wie geil der Angriff war? Ich hab's nicht gesehen. Der Angriff von oben war krass. Ja, hast dich aber lange verfolgt, ne? Ich bin mit dem Gleiter angeflogen gekommen und dir fast am Kopf gelandet. Ja, was will denn Kundran schon wieder? Ist aber auch ein nerviger Dude, ja? Kundran! Achso, nee, die sind da zusammen. Falls du mich hörst. Auf dem Dach ist noch ein Pfeil, wenn du es brauchst. Ja, hier. Irgendwie jetzt heute bei jeder Folge ist immer Gravity Storm zum Schluss zum Einsatz kommen. Das Ding's gelacht, aber das hat wirklich gut geballert. Durch die Gravity war das gerade ganz. Nicht tracken. Au! Was rüber? Hallo? Wen haben Sie sich denn heute als Mittagessen ausgesucht, Herr Dalukat? Maro, was ist das für ein Tunnel?
Kennst du nicht? Oh, und ein Feuer. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, danke, bis wir hier. Die Zone kommt. Maru, du kannst das. Ich glaub an dich. Wow. Wen habe ich da gerade rausgeschossen? Der Gleiter, holy shit. Ja, ja. Nein, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Das ist echt unglaublich. Jetzt hat mir zweimal dieser Oh ne, mein Schild war schon weg. Ja. Mein Schild war schon weg. Hund dran! Ja, ich sehe ihn! Da ist der gleich wieder ab. Ich glaube an euch beide, aber. Oh, da kommt noch was mit der Hand. Der hat Schuss abgefangen für mich. Ich dachte, das kommt euch aus. Hast meinen Schuss abgefangen? Boah, aber die Endzone ist jetzt richtig mies mit dem Schnee. Heilige, aber Angst ist, dass der Tower steht. Das ist jetzt auch stark. Ja. Der hat da cool aus. Nein. Ja, das will ich auch behaupten in deiner Stunde. Erstmal alle Tricks auspacken, die man hat. Hast du das noch gar nicht erkannt, Maxi? Heiliger Bimbam. Das könnte der Moment sein. Nein. No. No. So, wir machen das mit dem gleich. Ja. Und dann oh, das knapp. GG würde ich an dieser Stelle mal sagen. GG. Puh, das war ein geiles Finale. Oh, Jesus. Da mussten wir alle Ticks auspacken am Ende. Leute, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Lasst ein Like, schaut einfach euch. Macht's gut. Ciao.